Willkommen in Hamburg. Willkommen in Hamburg. Hi, Pauli. Hi. Wie war der Flug? Ja, wir haben WLAN gekauft im Flieger und der Pauli hat Wrestling geschaut und ich habe Donald Duck Gift gelesen. Was haben wir für Mietauto? Ein Seat Ateca. Ah, okay, wir haben keinen Lamborghini. Na, leider nicht. Auf geht's. Boah, der ist aber, schau mal. Wir haben am gleichen Tag Geburtstag und darum müssen wir immer auf der gleichen Zeit aufs Klo. Das ist deine Theorie. Ich weiß nicht, wo die Theorie herkommt. Dann muss ich ganz dringend los. Und immer, wenn ich dann aufs Klo muss, habe ich Angst, dass du dann auf mich immer angefressen bist. Er hat nämlich die Theorie. Weil wir am gleichen Tag Geburtstag haben, wir haben beide am 7. November Geburtstag. Jetzt hat er die Theorie, weil wir am gleichen Tag Geburtstag haben, müssen wir auch immer zur gleichen Zeit aufs Klo. Ja, vielleicht ist in deiner Theorie was dran. Was sagst du, Pauli? Ich glaub dir. Ja, wir sind jetzt angekommen bei Hotel Klaus. Also Hotel, Apartment, wo wir werden es herausfinden, was das ist. Pauli, magst du die Rundtour? Was nochmal? Magst du die Rundtour? Tust du unser Apartment herzeigen? Papa, ja. Du sagst das falsch. Warum? Wie sagt man das richtig? Ich weiß jetzt selber nicht mehr genau, aber ich weiß, dass du das falsch sagst. Die Roomtour. Roomtour. Also, hier befindet sich unsere Küche? Stylische Küche in... Papa, die ist nicht stylisch. In grün. Unser Bathroom. Schaut fein her. Die Dusche ist so klar. Das ist klar, gell? Unser Kameramannzimmer mit dem Kamera-Equipment. Der Saufen. Ihr könnt ruhig reinkommen. Meine Tür ist klar. Oh. Tja, alles da. Ich muss nur kurz ins Bad. Wir haben alles mit. Undertaker, Brock Lesnar, Randy Orton. Da schlagt dein Papa sein Herz höher, gell? Ja, gell. Also das wird Body Sense und... Ich glaube, das wird meins. Was hat ein bisschen Abstand da? So, jetzt gehen wir was essen. Was gehen wir essen, Birli? Ich war so motiviert. Gell? Olli, wohin gehen wir essen? Oh, entweder Pizza oder Burger, ist mir egal. Entweder Pizza oder Burger, ist mir egal. Passt perfekt. Gehen wir so. Hast du unser Auto zugesperrt? Ah ja, danke. Hast du den Schlüssel mit? Wart. Bevor wir was essen gehen, schauen wir noch mal kurz vorbei und machen sie einen ersten Eindruck, falls uns schon Einlass gewährt wird. Kann ich jetzt Schlüsselzüge machen? Ja, schauen wir mal. Wir schauen mal, ob wir überhaupt reinkommen und ob überhaupt wer da ist. Hallo. Hallo Michi, Servus. Hallo Frau, Servus. Ja. Hallo, Servus. Hi. Hallo. Hast du gut hergefunden? Ja, alles gut. Hallo. Schneiderlei. Hey, der Ben. Ja. Geht's? Hallo, Michi, Servus. Mein kleiner G, wie geht's? Du, weißt du, wie man mit Ben macht? Mit Ben macht man so. Ja, Mann, hier. Ja, genau. Willkommen in den Victor's Gym. Sehr schön. Ich weiß, wir sind außer Tür da, aber kriegen wir keine Führung. Ja? Ist nichts fertig? Ja. Das mit der Panik, das bin ich inzwischen einfach schon drüber. Lass mal so. Hier ist noch mehr Prominenz anwesend. Hallo! Hallo! Ich dreh mal die Mucke ein bisschen runter. Ja. Also wie ihr seht, hier wird noch geschraubt. Also ich denke, bis morgen zur letzten Minute sind die Jungs noch damit beschäftigt, Geräte fertig zu machen. Aber ich bin ganz guter Dinge. So wie es hier schon aussieht, sieht zumindest schon mal aus wie im Fitnessstudio. Was für Geräte habt ihr alles für Hersteller? Cyvex, Precore, Hammer haben wir natürlich ein bisschen da. Komm, einfach komm mal mit, zeige ich einfach. Hier ist unser erster Gerätepark. Jim Leko haben wir hier. Liebes Jim Leko bestellt erst die Chesspresse. Hallo, servus. Hallo. Die ist auch gut. Die Chesspresse konvergierende, die Jordan Cooper haben und die Pendulum haben bestellt. Die habe ich aber noch nicht getestet, da weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber ich finde die ist super. Wir hatten auch die von Schnell, die Originale. Ja. Aber die ist mir zu wackelig, wenn du sie richtig schwer machst. Die finde ich deutlich besser. Sehr cool. Brutal das Ding. Da haben wir halt hier die Nautilus X-Pilot Sachen. Das steht alles schon. Ein paar so Standard-Hammer-Pieces sind halt hier. Genau, die Busse, die müssen auch nachher rübergezogen werden. Hier absoluter Luxus. Cyvex, die gute alte
Cybex Läufi geleckt plus die Precore abgeschmiert. Also Pendulum-Support. Sehr geil, kannst du schön auch Reverse-Bandit hinten machen. Ja, vor allem kannst du den Schlitten davor und zurück verstehen und die Neigung verstehen. Also die ist Killer, die ist wirklich richtig gut. Dann das Ding hast du an der schon mal trainiert, die Flex Fitness. Die ist auch wirklich sehr, sehr cool. Das ist keine normale V-Squat, die hat hinten, die hat zwei Gelenke hinten. Okay. Die geht wie diese True Squat. Ja, ja, ja. Runter. Fühlt sich auch Killer an, wirklich richtig gut. Cybex, Split and Row, ganz normale Precore, T-Bar, absolutes Schmuckstück, die originale Dorian Yates, alles neu besattelt, wie neu läuft alles, absolut Hammer. Was habt ihr Quadratmeter Trainingsfläche? Ja, knappe 1000. Okay. Quadratmeter Trainingsfläche. Wir warten noch auf eine Gerätelieferung von Life Fitness. Das sind fast alles Cybex Pinloaded Geräte. Die hätten vor 3 Wochen kommen sollen, haben leider, die hängen noch irgendwo in den USA im Container. Ja. Lieferverzögerung heißt, es fehlen noch 20 Geräte. Cybex wurde ja generell die Produktion eingestellt. Ja, Cybex gehört ja zu Life Fitness und zu Hammer. Das heißt, alles was Cybex war, ist jetzt dann quasi in Zukunft Hammer. Man hat nur mehr bis vor 3 Wochen oder so original Cybex bestellen können. Ja. Das heißt, jetzt haben alle noch bestellt, wie blöd, ja, die noch original Cybex haben wollten. Und deshalb dem sind wir zum Opfer gefallen. Genau. Wir haben zwischendurch überlegt, ob wir quasi Ersatzgeräte reinstellen, aber jetzt, das Liefertermin ist jetzt 2 Wochen nach Eröffnung. Wenn jetzt hier 20 Geräte reinschleppen und wieder rausschleppen und wieder reinschleppen, steht sie absolut aber dafür. Deswegen. Alles quasi alles an Blade-Loaded-Geräten wichtig haben wir da. Super. Das ist eine Wadenmaschine. Ich habe zuerst kurz geglaubt, das ist die Hackenschmidt-Fire-Carrier, aber die ist mir jetzt zu steil vorgekommen. Auch richtige Rarität. Ja. Ja. Ja, das ist eine richtige Rarität. Das ist geil, ja. Die werde ich vielleicht noch die alten Trainingsvideos von Jay Cutler kennt, ja. So mit dem Stirnband und so. Das ist die Wadenmaschine. Ansonsten sehr schwer. Boah, hier geht's weiter, hier geht es dann nachher zu den Umkleiden und so. Wir haben auch unsere Rasenbahn, die räumen wir nachher noch aus. Türen, Schlitten und Ausfallschritte und schieß mich tot. Auf der rechten Seite unseren Physiotherapiebereich. Ah, super cool. Ja, ich gehört auch in jedes gute Studio mit rein, dass wenn wir Physiotherapeuten zu Besuch haben, die sich hier breit machen können. Und das nicht also das heißt, kann man sich hier quasi aus also jetzt quasi kein fixe Physiotherapeuten hier, sondern man kann sich einmieten mehr oder weniger. Genau, oder? Also wir werden jede Woche hier Physiotherapie haben. Und wir haben halt, keine Ahnung, wir werden 5, 6 Physios sein, die hier mal durchrotieren. Okay. Hier gerade noch Vollbaustelle, wird aber bis morgen hoffentlich fertig sein. Entsteht unser Posing-Raum. Ja, genau. Hier ist Peter noch fleißig. Da müssen wir noch die Spiegelanwände. Anlage ist hier schon drin. Also, das wird richtig gut. Ne? Fette Teufelanlage. Also fürs Posing absolut Hammer. So. Okay, das ist jetzt so. Hier kommt die unser Podcast. Content-Ecke. Area rein. Genau, haben wir ein vernünftiges Kamera-Setup und vernünftig Licht. So, hier drehen wir gleich auch noch einen Podcast. Mhm. Ja, das ist schon gut. Mega. Das freut mich auch. Das habe ich bis jetzt, war das immer so, das letzte Jahr sind wir immer nur am Hin- und Her-Pendeln gewesen und so. Nie ein vernünftiges Setup gehabt. Jetzt sind wir alle in Hamburg und jetzt kann man hier vor Ort vernünftig Podcast machen. Ja, also das A-Branding ist es immer gleich, ja. Ja. Genau, sehr schön. Jetzt haben wir endlich mal wieder so einen Platz, wo wir angehören. Das finde ich, das freut mich vor allem. Das heißt, habt ihr alle jetzt hier schon Wohnung gefunden und so? Justin hat hier eine Bude, wie gesagt, ich bin seit Ewigkeit am Suchen. Ja. Ich habe eben gerade noch eine Wohnung angeguckt, vor so einer Stunde ungefähr. Mhm. Ich hoffe, dass ich die bekomme. Ist nicht so einfach. Ja. Ich habe mir hier den Wohnungsmarkt selber kaputt gemacht. Dadurch, dass wir das Gym ja schon relativ früh angekündigt haben. Ja. Und wirklich, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Es sind ungefähr 40 Leute, von denen ich weiß, dass die wegen dem Gym hierher gezogen sind. Und das heißt, alle Wohnungen im Umkreis sind weg. Ja. Und ich selber blöderweise zu spät angefangen zu gucken, weil ich dachte, schwierig kann das sein hier. Ja. Ist nicht so einfach. Okay, unser Freihandelbereich. Den Gurthanteln haben wir uns nicht lumpen lassen. Bis 80? Bis 80 Kilo. Ich habe gesagt, wenn die für jemanden hier wirklich zu leicht sind, von einem angemeldeten Mitglied wohlgemerkt, also schickt nicht Leoni das vorbei, der hier 2 Wiederholungen macht. Ja. Aber wenn hier jemand ist, für den 80 Kilo in einem vernünftigen Arbeitssatz irgendeiner drückenden Bewegung zu leicht sind, habe ich gesagt, kaufe ich 90er. Aber das muss man erstmal einer machen. Ich habe da Dini. Aber der ist ja nicht angemeldet.
Ah ja, okay. Also wenn hier tatsächlich jemand angemeldet ist, das Angebot steht auch noch und die Dinger sind zu leicht, dann kaufe ich die schwerere Kurzhanteln. Hier die Bänke, die ihr hier seht. Definiere einen Satz. Ob wie viele Wiederholungen ist es ein Satz? Gehen wir mal davon aus, dass es mindestens 6 sind. Okay, okay. Ob 6 Wiederholungen sind, ist ein Satz. Man muss ja da die Rahmenbedingungen abstecken, ja? Ja, die Bänke, die ihr hier seht, die kommen hier gleich noch weg. Ich fahre um 10 noch los und hole noch mal einmal neue Bänke. Die fehlen auch, die gehören auch mit zu unserer Lieferung. Da haben wir jetzt hier erstmal nur provisorisch, damit die Leute hier mal kurz trainieren konnten. Ja, Highlight da hinten an der Wand, finde ich eins der ikonischsten Bodybuilding-Bilder. Ja, aber da ist ja ein elementarer Fehler. Das Bild heißt ja der Quad Stomp und das Bein ist abgeschnitten. Ja, das Wichtigste ist da drauf. Ja, also ich glaube, das bekannteste Bodybuilding-Foto, das es gibt. Also so zumindest jetzt so aus der Neuzeit. Ja, schon sehr, sehr cool. Ja. Dann ja, hier unsere Multipressen, die Cybex-Multipresse. Gleich 2 davon. Ah, das sind beides Male die Originale, gell? Ja. Also die ja, alte. Das sind beides die Originale. Die sind auch refurbished, ne? Deswegen haben wir den Aufkleber nicht dran, aber das sind beides die Original. Ja. Cybex, Multipressen. Weißt du selber, findest du wahrscheinlich auch beste Multipresse, die es gibt. Jeder, der weiß, so ein bisschen wie es am Gerätemarkt aussieht, ja, wie schwer es ist, die Original Cybex Hackenschmidt, die originale Cybex 45 Grad Beinpresse zu bekommen, Original Cybex Smith Machine zu bekommen. Ja. Das Einzige, was mir hier fehlen würde, wäre die Cybex Squat Press. Haben wir. Die kommt auch in der Gerätelieferung mit drin. Okay, weil die ist richtig gut. Also wirklich alles, was man an Geräten haben will, ist da. Sehr cool. Ja, also safe. Und drüben haben wir noch einen Raum, das ist unsere Powerlifting Area. Ah, okay, cool. Das schaut so aus mit so Traglast und so, weil das ja. Weil die Powerlifting Area oben ist. Ja. Wir haben gute Versicherung. Okay, ich hätte es jetzt von der Logistik her unten gemacht, aber. Haben wir gesagt, können wir uns auch nicht rumlassen. Also wenn man hier schon Powerlifting Area anbietet, dann haben wir hier auch Monolift. Also wenn hier einer mal 400 Kilo Kniebeugen möchte, haben wir das hier stabil. Dann wahrscheinlich für ein öffentliches Studio auch ungewöhnlich. Wir haben 2 Competition Benches. Ja. Ja. Ich hoffe, dass sie nachher nicht perlend für die Säue sind. Aber also die Eleiko Bänke sind das Beste vom Besten. Die haben alle auch ein sehr cooles Feature. Hast du das schon mal gesehen? Die haben hier alle Rollen. Das ist auch bei denen. Das heißt, du kannst die Hantel, selbst wenn sie beladen ist, kannst du sie einfach verschieben. Das haben wir hier auch selbst bei der Schrägbank. Okay. Ja, das ist schon High-End. Wir haben hier so ganz viele kleine Sachen. Da muss man schon Liebhaber sein. Es hat die Details, die auffallen, ja? Ja. Was? Kalibrierte Scheiben. Also theoretisch könntest du hier einen Powerlifting-Wettkampf ausrichten, selbst mit Monolift und Bench und schieß mich. Ich würde sowas echt wieder cool finden. Früher zu was öfter geben, so Studiomeisterschaften im Kreuzheben oder sowas. Das haben wir auch geplant. Wirklich. Ja, das finde ich cool. Es gibt in Hamburg kaum Powerlifting-Studios, richtig? Also ich denke, dass hier die Leute, die ambitioniert sind, die werden auch irgendwie hier landen. Ja. Wie sieht es aktuell aus mit schauen wir mal, wie da drauf steht, dann können wir sowas. Wie schaut es aktuell aus mit Voranmeldungen? Wir sind gut dabei. Also wir haben ungefähr die Hälfte der Leute, die wir brauchen, damit wir ein Break-Even haben. Und ich finde, das ist für Vorstart vom Gym eigentlich sehr gut. Und also wir sind ungefähr da, wo wir erwartet sind. Heißt im Endeffekt, wer meldet sich in einem Studio an, was er noch nie gesehen hat? Ja. Ich bin mal gespannt, wie morgen das Feedback ist. Ich bin gespannt, wie morgen das Feedback ist, wenn die Leute das erste Mal sehen. Und dann denke ich mal. Bis Ende des Jahres sind wir mit dem Studio tatsächlich so weit, dass die Fixkosten gedeckt sind. Aber was relativ einzigartig ist bei euch, die Mitgliederzahlen sind limitiert. Also das heißt, es ist auf 1000 limitiert. Das soll schon elitärer bleiben für Leute, die das wirklich wertzuschätzen wissen, was hier geboten wird. Ja. Finde ich toll. Also das heißt, es ist nicht nur rein aufs Geldverdienen ausgelegt, sondern wirklich sehr idealistisch ausgelegt, sagen wir mal, mit Leidenschaft. Finde ich sehr, sehr gut. Tageskarten wird es auch geben. Tageskarten kann man uns auch holen. Das Konzept hinter diesem Gym ist im Endeffekt, alle, die dieses Gym aufgebaut haben, wollten einfach alle ein geiles Studio haben. Ja. So ein Home-Studio zu bauen, ist einfach nicht zu finanzieren. Ja. So heißt, man muss ein öffentliches Studio draus machen. Wir wollen nicht, dass das Studio überlaufen ist. Im Endeffekt sind wir alle froh, dass wir das Studio hier für uns haben und dass wir ein bisschen auch das Klientel sortieren können. Bis hierhin, also hat mich schon viel Nerven gekostet, aber ich bin wirklich eigentlich zufrieden, wie es läuft. Super. Nächsten 2-3 Wochen muss noch viel passieren und dann
dann kann ich hier, glaube ich, morgens beruhigten Gewissens reingehen und hier einfach trainieren, kommunizieren, socialisen mit den Leuten. Ich habe mir auch gedacht, das ist auch geil. Ich will, dass die Leute Bock haben, im Studio zu hier sein. Hier zu sein, ja genau. So, ich will nicht, dass hier so ein Durchlauf ist. Die Leute sollen kommen, trainieren und dann sollen sie sich hinsetzen. Und das ist einfach eine geile Atmosphäre. Ah, networken, ja. Es sind ja, in Wirklichkeit sind ja hier same-minded people, ja. Und man tauscht sich aus, gell. Und da ergeben sich immer wieder Freundschaften, Bekanntschaften und auch Geschäftsbeziehungen. Ja. Auch das. Also muss man sehen, guck mal, alle Leute, die bis jetzt angemeldet sind, die sind angemeldet, weil sie uns persönlich kennen. Also ja. Heißt, jeder, der jetzt hier in diesem Studio sein wird, kennt sich gefühlt untereinander, haben dieselben Interessen. Also das wird schon ziemlich einzigartig für ein Studio, denke ich. Ich habe da die größte Frage. Was ist mit dem Aperol? Morgen wird es auf jeden Fall das ein oder andere Gläschen Aperol geben. Ich denke, es wird sich auch immer mal eine Flasche unterm Tresen befinden. Für die Nicht-Alkoholiker unter euch gibt es auf jeden Fall ein paar Bixon Aperol ERAs am Tresen. Ja. Super. So schaut's aus. Super. Vielen lieben Dank für, sehr gern. Für den Einblick vorab. Nein, dann auch schön. Also, störst du nicht, weißt du? So, wir müssen hier mal anstoßen. Komm, ja, kommt rum. Tschüss. Prost. Schön, dass du da bist. Danke dir. Bitte. So, wieder zurück im Apartment. Der erste Tag ist geschafft. Wir haben das Privileg gehabt, das Invictus Gym vor der Eröffnung begutachten zu können. Es ist echt auf der Baustelle. Das heißt, die Jungs werden heute noch ordentlich ranklotzen müssen in der Nacht, aber es schaut schon richtig cool aus und die Geräte sind echt à la Bonheur. Also wer sich ein bisschen auskennt und wer weiß, wie schwer diese Sachen zu bekommen sind, ist richtig großartig und da geht jedem Trainierenden das Herz auf. Und ich muss mich echt bemühen mit der Moderation. Ich habe ein bisschen einen Flieger, weil ich habe einen Aperol mittrinken müssen. Und wir waren jetzt noch im Blockhaus. Für mich jetzt ein Steak und ein Beef Tartar geben. Pauli hat einen Burger gegessen, der eigentlich kein Burger war, sondern irgendein Brot mit verschiedenen Laval. Aber wie war es essen? Geht. Geht so. Und jetzt geht es noch ab in die Dusche und dann ab ins Bett, denn morgen wird ein langer Tag. Hiermit beenden wir dieses Video. Ihr wisst, wie ihr den YouTube-Content unterstützen und supporten könnt. Und zwar mit eurem Einkauf auf esn.com. Das ist nur mit eurer Unterstützung möglich. Mit was müssen die Leute einkaufen auf esn.com, Pauli? Warte, Box. Mit dem Code Box. Gute Nacht, pfiat euch, Baba.